Seit über 60 Jahren bringt die jährlich stattfindende Lindauer-Nobelpreisträgertagung die renommiertesten Forscher aus aller Welt zusammen. Ihre primären Ziele? Den Austausch zwischen den angesehensten Wissenschaftlern und dem talentierten Wissenschaftsnachwuchs zu ermöglichen, sowie die Wissenschaft hinaus in die Gesellschaft zu tragen. Schon oft wurden hier gesellschaftliche und politische Themen besprochen und Entscheidungen getroffen, die in ihrer Tragweite über den rein wissenschaftlichen Kern hinausgehen. Gleichzeitig bietet die Lindauer Tagung seit jeher eine angesehene Plattform für einen regen Austausch zwischen Nachwuchswissenschaftlern und Nobelpreisträgern. This year, you, more than 600 young scientists. Dieses Jahr wurden Sie, mehr als 600 junge Wissenschaftler, zu diesem Austausch mit 37 Nobelpreisträgern eingeladen. Wir haben uns hier für eine Woche voller Vorträge, Panels und Debatten versammelt. Durch Sie werden wir Teil einer ganz besonderen Gemeinschaft und bauen zudem den großartigen Austausch zwischen Generationen und Kulturen aus. Genießen Sie diese Woche und leben Sie den Lindau-Spirit. Educate, inspire, connect. Educate, inspire, connect. Im Kontext der Isolation der deutschen Wissenschaft in den Nachkriegsjahren fassten zwei Lindauer Ärzte, Dr. Franz Karl Hein und Professor Gustav Wilhelm Parade, 1949 die Idee, einen Medizinerkongress am Bodensee abzuhalten. Um Ärzte und Forscher mit den bedeutendsten Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland in Kontakt zu bringen, war es ihre Idee, Nobelpreisträger aus den Disziplinen Medizin, Chemie und Physik zu diesem Kongress einzuladen. Mit Graf Lennart Bernadotte als Ehrenprotektor der Fachtagung hatten die beiden einen vorzüglichen Fürsprecher. Als Enkel des schwedischen Königs Gustav V. hatte Graf Lennart beste Beziehungen zum schwedischen Königshaus und damit zum Nobelkomitee in Schweden. 1954 wurde das Kuratorium der Lindauer Nobelpreisträgertagungen gegründet, um die Beziehungen zu den Universitäten weiter auszubauen und die Veranstaltungen auf festen finanziellen Untergrund zu stellen. Präsident der ersten Stunde war Graf Lennart. Er inspirierte die jährlichen Treffen mit seinem Engagement immer wieder. Als Präsidentinnen dieses Kuratoriums folgten ihm seine Frau Sonja und seit 2008 seine Tochter Gräfin Bettina Bernadotte. Aber, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, dass ich Schwierigkeiten hatte mit der Stadt Lindau hier am Anfang. Die wollten nämlich den Menschen bei den Nobelpreisträgern gar nicht sehen, sondern nur den Nobelpreisträger. Und es sollte alles so furchtbar feierlich sein und so akademisch und so. Und ich habe gesagt, nein, Leute, lasst das, das haben die ja alles an ihren Universitäten. Lasst uns mal eine lockere und nette und menschliche Tagung machen. Ich habe 5 Jahre gebraucht, bis sich das durchgesetzt hat. Aber ich habe mich durchgesetzt, jawohl. Der Wunsch der Gründer, die deutsche Wissenschaft verstärkt in den internationalen Forschungskontext einzubinden, schlägt sich bereits in der Namensgebung nieder. Die erste sogenannte Europatagung der Nobelpreisträger fand vom 10. bis 14. Juni 1951 statt. 30.000 Einladungen wurden per Post an Mediziner im deutschsprachigen Raum verschickt. Und mit einem Budget von nur 12.000 D-Mark gelang es den Gründern, 7 Nobelpreisträger und etwa 400 Teilnehmer an den Bodensee zu holen. Nach dem Erfolg der ersten Tagung stand nun die Suche nach finanziellen Förderern und die gezielte Einladung von besonders qualifiziertem Nachwuchs im Fokus. Schon 1953 bei der dritten Tagung nahmen Studenten teil, die in Lindau hautnah Laureaten erleben und sich mit ihnen austauschen konnten. Die Lindauer Tagung fand so ihre Bestimmung. Eine Plattform für den generationenübergreifenden Austausch von herausragenden Wissenschaftlern zu sein. Gleichzeitig strahlte die Lindauer Tagung über die Jahre hinweg in Gesellschaft und Politik aus und zeigte großes Engagement im Vorantreiben von sozialpolitischen Veränderungsprozessen. Ein erstes wichtiges Zeichen dafür war das Mainau-Manifest 1955. Alle Nationen müssen zu der Entscheidung kommen, freiwillig auf Gewalt als letztes Mittel der Politik zu verzichten. In den Zeiten des Kalten Krieges und der Bedrohung durch die Atombombe bezogen die Nobelpreisträger klar Stellung. Am 15. Juli 1955 unterzeichneten 18 Nobelpreisträger das Manifest, darunter Max Born, Werner Heisenberg und Otto Hahn. Innerhalb eines Jahres schlossen sich 34 weitere Nobelpreisträger an. Dass sich dann die Zerspaltung des Urans und des Thoriums
zu so folgenschweren und folgenreichen Ergebnissen herausgestellt hat, ahnten wir, weder Herr Strassmann noch ich, absolut nicht. Und wir hätten es weder geglaubt, noch hätten wir es gewünscht, dass diese Ergebnisse dabei herauskämen. Nämlich, dass die Nutzbarmachung der Spaltenergie der Atomkerne schon nach wenigen Jahren einen so drastischen Beweis ihrer Durchführbarkeit erbringen würden, wie es die Atombomben in Nagasaki und Hiroshima gezeigt haben. Und ich glaube, dass heute alle Menschen und alle Völker, die guten Willens sind, doch die Hoffnung haben, dass die segensbringenden Wirkungen der in der gesteuerten Maschine geregelten Kernenergie den Sieg davontragen möge über die Schrecken der zur Zerstörung führenden ungesteuerten Reaktionen, die zu den Bomben führen. Graf Lennart Bernadottes sehr persönliches Anliegen waren die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Er brachte sie schon früh in die Lindauer Tagungen ein. So war die Grüne Charta von der Mainau von 1961 ein weiterer Meilenstein im gesellschaftspolitischen Engagement der Lindauer Nobelpreisträger. In dieser Charta wurden Forderungen und Richtlinien zum Umweltschutz verankert. Was in der Grünen Charta anklang, wurde auch in den folgenden Jahren immer wieder zum Thema gemacht. Die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft. 1972 sah Willy Brandt, Friedensnobelpreisträger von 1971 und Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, die Umwelt als eine internationale Aufgabe. Es handelt sich nun nicht darum, die Welt das Umweltgruseln zu lehren, sondern es gilt, die Warnungen vor programmiertem Selbstmord so ernst zu nehmen, wie sie sind. Nicht, um vor den ernsten Gefahren zu resignieren, sondern um durch eine nüchterne Bestandsaufnahme rasch genug zu geeigneten Problemlösungen zu kommen. Anfang der 1970er Jahre öffnete sich die Lindauer Tagung auch den Wirtschaftswissenschaften, nachdem Ragnar Frisch und Jan Tinbergen mit dem ersten Wirtschaftsnobelpreis 1969 ausgezeichnet wurden. In den darauffolgenden Jahren nahmen immer wieder Wirtschaftsnobelpreisträger im interdisziplinären Sinne teil, bis sie ab 2004 ihre eigene, im regelmäßigen Turnus stattfindende Tagung in Lindau bekamen. Gesellschaftliche Themen rückten nun auch aus ökonomischer Sicht noch stärker in den Fokus. 2008 sprach Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus über alternative Wege zum kapitalistischen System und 2011 eröffnete Bill Gates die Lindauer Tagung mit einer Rede über die Verantwortung wissenschaftlicher Forschung. And I think that's why I'm excited to be here, because und deshalb freue ich mich sehr, hier zu sein. Denn ob diese Innovationen ein neuer Impfstoff gegen Malaria sind oder eine neue Saat, die Landwirten mit kleinem Ackerland hilft, nicht nur ihre Familie zu ernähren, sondern um es sich leisten zu können, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Diese Art von Durchbrüchen bieten genau die Chancen, die Sie, die jungen Wissenschaftler, in die Lage versetzen, sich daran zu beteiligen. Und so wie ich Ihnen zu Ihrem bisherigen Fortschritt gratuliere, erinnere ich Sie, die Bedürfnisse der Ärmsten in Ihrer Arbeit zu bedenken. Denn ich denke, dass die Fortschritte in diesen Bereichen enorm wichtig sind. Und ohne Ihre Aufmerksamkeit diesen gegenüber könnten sie gar nicht stattfinden. Anlässlich des 50. Jubiläums der Tagung im Jahr 2000 wurde die Stiftung Lindauer Nobelpreisträger-Tagung gegründet. Unter dem Vorsitz Professor Dr. Wolfgang Schürers inspiriert und beeinflusst die Stiftung seither die Tagung auf vielfältige Weise. So tragen die Lindauer Nobelpreisträger-Tagungen mit Anbeginn des neuen Jahrtausends durch eine Vielzahl an Aktivitäten und Projekten Wissenschaft über die jährlichen Treffen hinaus in die Gesellschaft. Dazu zählen die Plattform lindau-nobel.org, der Lindauer Wissenschaftsblog, das Online-Alumni-Directory sowie die Mediathek mit einer einzigartigen Sammlung von Lehrfilmbeiträgen, wissenschaftlichen Abhandlungen sowie Vorlesungen aus mehr als 60 Jahren und von über 400 Nobelpreisträgern. Weitere Aktivitäten wie die Ausstellung Sketches of Science und Publikationen gehören ebenfalls zur Mission Education von Kuratorium und Stiftung, die den in Lindau initiierten Wissenschaftsdialog nachhaltig und global fortschreiben. Manchmal sogar
über die Grenzen der Erde hinaus. Like you in your research, I feel like an explorer. Wie ihr fühle ich mich als Entdecker. Die gleiche Neugier, die euch zu euren preisgekrönten Forschungen geführt hat, brachte mich in dieses Weltraumlabor, dem Columbus-Modul der Internationalen Weltraumstation. Jeden Tag sammeln wir hier Daten und Muster, bevor wir zurück auf die Erde kommen. Wir bekommen neue Anweisungen von den Forschern, die diese Experimente vorgeschlagen haben. Wir optimieren und diskutieren die Ergebnisse in einer Art und Weise, die sich Columbus niemals hätte vorstellen können.